Ich grüße euch. Heute möchte ich euch zeigen, wie man Dachstühle und Dächer ordentlich behandelt. Ich verwende dazu diese Vorlage, diese Wohnbauvorlage. Da habe ich ja schon alle möglichen Sachen drinnen. Ich gehe mal ins Obergeschoss. So, Alt-Klick auf eine Wand und ich mache mir mal daneben einen Wandzug, der eben meinem Gebäude etwa entsprechen soll. Das ist ein Fehler am Mac-Betriebssystem. Der erste überschrieben. So. Einfach mal so ein Grundriss, egal wie es jetzt innen ausschaut. Und ich lege mal jetzt Alt-Klick auf diese Einstellung mit Leertaste-Klick mein Dach drauf. Und schauen wir das mal in 3D einfach mal an. Steuerung 3, Steuerung 0. Hier habe ich meine Wände, die oben drüber stehen. Die schneide ich einfach mit meinem Dach. Das heißt, wenn die das Dach ist und hier die Wände, rechte Maustaste, verbinden, Elemente mit Dachschale trimmen. Dann sieht man hier jetzt diese Verschneidungen und ich sehe oben natürlich aus dem Grund, weil die Baumaterialien noch nicht zusammenpassen, diese Schichten oben. Welche Schichte muss ich stärker machen? Diese untere Holzschichte natürlich, dann hören die anderen Sachen auch drunter auf. Das mache ich jetzt mal. Ich markiere das, das, gehe in die Baumaterialien. Und sehe hier zum Beispiel, das EPS ist 943, das Vollholz ist nur 710, ich gehe auf 946, dann bin ich größer als 943, wie zuerst das EPS war. Ich zeige es mal kurz her, dieses hier, sage mal okay und schon wächst die Wand unterbei rein. So, wenn ich jetzt in den Grundriss gehe, mit dem Schnitt einmal anschaue, dann habe ich hier ein eigenes Dach drunter gelegt. Das heißt, das ist ein Dach und das ist ein Dach. Das habe ich hier, wenn man schaut, auch mit den Wänden verschnitten oder die Wand mit den beiden Dächern, Dach 1, Dach 2. Hier sieht man es. Das werde ich jetzt einmal in Ruhe lassen. Das heißt, ich konzentriere mich jetzt einmal auf die Herstellung eines Dachstuhles. Zuerst möchte ich allerdings diesen kompletten Walm etwas editieren, das heißt, wenn ich es anklicke, kann ich hier auf die äußere blaue Führungslinie klicken. Wenn ich das mache, kann ich hier bei diesem Icon einen offenen Giebel herstellen. Das möchte ich vielleicht auch an dieser Stelle. Offener Giebel. Hier behalte ich mir den Walm. Dann möchte ich vielleicht einige Dachflächenfenster drinnen haben. Das heißt, ich nehme dann Flächenfenster, zum Beispiel so einen Wendeflügel, gebe den mal rein, vielleicht auf der herüberen Seite auch.
dann möchte ich hier vielleicht einen Dachausschnitt haben für eine Dachterrasse. Das bedeutet, ich markiere es, nehme das Dachwerkzeug und zeichne eben meine Kontur meiner Dachterrasse, meines Dachausschnittes mal rein. Dann habe ich vielleicht noch einen Kamin drinnen stehen. Zum Beispiel einen zweizügigen Schiedel. Stil mit Belüftung. Das war die Höhe. Da kann ich sagen, wo setze ich ihn ein? Ich setze ihn im Erdgeschoss oder im Keller ein. Und er soll aber in allen Geschossen dann sichtbar sein. Auf einer Höhe von zum Projektursprung 0 und eine Höhe von 15 Metern. Okay. Und ich setze ihn mal irgendwo rein. Hier. Start 3. Hier sieht man dann den Kamin aus meinem Dach schauen. Ich habe hier oben schon Anfasser, wenn ich sie finde. Kann das in der Höhe anpassen. Und dann eben, das muss ich im Schnitt machen, dass ich eben dann die richtige Höhe mit 1 Meter schräg zum Dach oder 60 cm Höhe als Grundlage nehme. Hier sieht man die Kaminverkleidung, die kann ich nehmen und an die Dachfläche anpassen. Das heißt, ich kann sie hier mal aufnehmen, diesen Punkt mal hier hin, diesen Punkt mal eben oben hin und den anderen auch noch hier hinsetzen. Wenn es dann so ein Verkleidungskamin ist, wird das natürlich etwas höher sitzen und man wird darunter eine Flächeneinfassung haben, das spare ich mir jetzt mal. Was ich aber beim Kamin schon brauche, ist Folgendes. Es hat natürlich keinen Sinn, den Kamin in eine X reinzusetzen. Am First würde er funktionieren. Jetzt habe ich die Höhen angepasst, ich lasse ihn mal hier. Es hätte wenig Sinn, es in einen Grat reinzusetzen. Das heißt, das muss ich mir in den Geschossen einfach durchsehen, wo der Kamin dann wirklich sitzt. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich muss natürlich das Dach ausschneiden um den Kamin herum. Das bedeutet, ich markiere es, nehme das Dachwerkzeug und schneide es eben auf eine dieser Arten einfach mal aus. Aber ich brauche ja jetzt noch Abstand. Das heißt, ich ändere diese Kante noch um 5 cm. 0,5. Das gleiche in diese Richtung. Das gleiche in diese Richtung. Vielleicht dann von mir. So. Und in diese Richtung. Dann sieht man hier auch eine Menge Linien, weil diese Kante im Winkel des Daches abgeschnitten wird. Das heißt, ich klicke diese Kante gleich an, hier, und setze sie auf senkrecht. Und diese hier auch, die wird genauso senkrecht angeschnitten. Man sieht bloß die Linien jetzt nicht, das heißt, wird so angeschnitten. Ich will das einfach so haben. So, wenn ich dann alle Dacheinschnitte, Gaupen und so weiter habe, kann ich Folgendes tun. Übrigens hier natürlich auch. Dacheinschnitt in diesem Fall gerade und hier auch. So. Wenn ich das Dach nun komplett editiert habe, die Kanten editiert habe, wie ich sie eben haben will, Dachvorsprünge, Dachneigungen,
etc., dann kann ich Folgendes machen. Unter Planung, Dachextras, gibt es einen Roofmaker. Da kann ich entweder einzelne Dinge machen oder eben mit dem Dachstuhlassistent gleich alles auf einmal. Ich verwende jetzt den Dachstuhlassistent. Ich sage, ich möchte an der Traufe lodrecht anschließen. Zwischen also bis 70 cm wäre der momentan voreingestellte Achsabstand. Das wird bei uns eher 12 cm sein auf 18 oder 10 auf 18. Dann kann ich sagen, möchte ich einen Kehlbalken haben, brauche ich eigentlich nicht. Ich möchte Pfetten haben, Firstpfette, aber nicht zwischen, sondern drunter. Dann haben wir hier 2,26 ordentliche Brocken, Fußpfette, Ausklinkung je 5 cm, 25, die mache ich mal liegend. Dann Wechsel, gibt es natürlich auch. Die kann ich jetzt lodrecht einbauen oder vertikal. Ich baue sie mal lodrecht ein. 1,1 auf 0,18 Grad sparen. 12 auf 18 lodrecht. Sparen, Oberkante anpassen und okay. Dann nimmt mir dieses Zusatzprogramm vom Archicad die Oberflächen des Daches und legt mir diesen Dachstuhl mal rein. Ich nehme den mal hier raus, Steuerung X, und gebe den etwas höher rein, Steuerung V. Und dann schauen wir uns das mal an, was er gemacht hat. Steuerung 3. Das heißt, er hat uns den Kamin schön ausgeklinkt, auch den Dacheinschnitt hier herüben für die mögliche Dachterrasse und auch die Dachflächenfenster. Hat er sogar einen Zusatzspan hinzugegeben, ist die Frage, ob man den braucht. Das Ganze ist gruppiert. Ich kann jetzt unter Bearbeiten, Gruppieren, Gruppe aussetzen, das Ganze nicht ungruppieren, das heißt nicht auflösen, sondern einfach nur die Funktion aussetzen und hier zum Beispiel diese überflüssigen Dinge, die ich vielleicht dann doch nicht haben will, einfach mal rausnehmen. Nur erwischen muss man es auch. Dann könnte ich hier noch Sparren herumschieben, anders aufteilen, einen Streichsparren bei der Fassade machen und so weiter. Das wird dann wahrscheinlich auch zu viel sein. Ist die Frage, ob ich das brauche. Wie auch immer. So kann man das anpassen. Wenn man fertig ist, natürlich wieder unter Bearbeiten, Gruppieren, die Gruppe aussetzen, wieder nicht mehr nehmen. Und dann kann ich Folgendes tun. Ich kann das hier irgendwo an der Spitze schnappen. Steuerung E. Hier ist es. Den Punkt sollte ich erwischen. Ich mache das lieber im Schnitt, ist gescheiter. Ich mache mir einen Schnitt. Hier einen Schnitt, am besten hier mal durch. Ich schaue in diese Richtung. Das soll mein Schnitt C sein. Wenn ich diesen Schnitt C jetzt betrachte, sehe ich, wie der Dachstuhl drüber schwebt. Ich kann ihn hier Steuerung E am obersten Punkt schnappen und mal unter mein Dach reinlegen, wo er wirklich hingehört. Er wird übrigens von der Unterkante des Sparrens nach oben auf die Unterkante des Daches gesetzt automatisch. Und man sieht auch, was das bedeutet hier am Rand oder hier. Es stimmt nicht genau. Das heißt, die Sparren springen vor, um diesen Wert. Ich kann jetzt, wenn ich mir diesen Vorsprung mal anschaue, von hier nach hier, Radius, Steuerung C, diesen Wert merken. Gehe dann in den Dachstuhl, Steuerung HTST,
muss jetzt schauen, welches Element, Kehlspalten, mit dem fange ich nichts an. Das heißt, ich muss die Gruppierung noch mal kurz aussetzen. Bearbeiten, gruppieren, Gruppe aussetzen. Dann Alt-Klick auf einen Sparren. Das heißt, wenn ich da reingehe, Alt-Klick auf einen Sparren gehe, zurück. Auf ein Objekt. Dann möchte ich noch hinzufügen, was das für ein Teil ist. Modelldarstellung, Geometrie, Grundriss und Schnitt, ID und Kategorien, Name hinzufügen. Wenn ich jetzt auf Plus gehe, dann werden mir nur die Sparren angezeigt, STRG HTST, und ich kann jetzt diese 80 mm um das kleiner machen. Oder, wenn das egal ist, was wahrscheinlich gescheiter wird, STRG HTST, das Dach selbst einheitlich größer machen. Also hier habe ich den Wert und hier kann man 6 cm, nochmal, ich bin zu langsam. So, okay, dann passt es genau. Wenn ich jetzt das in 3D kurz anschaue, sitzt das ordentlich drinnen. Man sieht hier, er hat den Anschnitt so gemacht. Das bedeutet, ich müsste eigentlich das dann nochmal raufschieben. Von hier nach hier, dass es dann ordentlich drin sitzt, wo es hingehört. Der hier passt soweit, da müsste ich auch schieben. Also man sieht schon, es sind Dinge, die man nachbearbeiten muss. Ich gehe mit dem Schnitt einmal etwas nach vorne bis zum Kamin. Hier sieht man es auch. Das heißt, hier müsste ich das mal eigentlich bis hier hinschieben und dann rauf, dass ich eben meine 5 cm Abstand zum Kamin wirklich habe. Hier ist dasselbe. E. Hier habe ich ja meine 5 cm. Und dann schiebe ich es rum unter Steuerung E. So, dann passt das. Und so muss ich die Sachen einfach ein wenig durchgehen. Steuerung D. Steuerung E. Hier mal rein. Hier sieht man es auch. Steuerung I, das heißt, hier würde das Ding mindestens bis hierhin gehören und das gehört weiter runter. Die Gipskartonverkleidung geht den Außenraum sozusagen. Das müsste dann hier bis gerade rein und dann rauf. Also auch das muss man dann anpassen. Also gehört mindestens bis hier rauf, wenn ich hier dann einigermaßen gerade durchfahre. Das gleiche, das hier gehört wirklich hinterbei rein, dass die Verkleidung dann runterkommt. So müsste man das Ganze anpassen. So, dann bekomme ich natürlich, wenn ich das hier mal wieder zumache, ich habe hier Auswertungen, Türliste, Wanderfassaden, Objekte, Bestandteile, wo haben wir es?
da gibt es schon eine Möglichkeit. So, nachdem wir nun unseren Dachstuhl haben, möchte ich unter Umständen einen Materialauszug, einen Werksatz. Das geht mit der Projektmappe. Ich mache mal da alles zu. Unter Auswertungen, unter Elemente, gibt es hier Bauteile alle. Das nehme ich als Vorlage und sage Einstellungen. Da habe ich jetzt die Möglichkeit, alle Elemente, die irgendwo drinnen sind, würden wir genommen werden. Und das nehme ich jetzt als Vorlage und sage neu, 300 lassen, neues Schema und nenne das Werksatz. Duplizieren, damit das alles mitgenommen wird hier. Und sage OK. Und jetzt ändere ich das hier oben. Nicht alle, sondern ich möchte nur die Objekte haben. Diese Bauteile sind ja GDL-Objekte. Und dann möchte ich noch ein Kriterium hinzufügen. Kriterium hinzufügen. Das Ganze soll, in 25er zum Beispiel, das Ganze soll aus Baustoff Holz sein. Dann sage ich OK. Wenn ich jetzt diesen Werksatz nehme und mir ansehe, dann macht er mir automatisch eine Materialliste für den gesamten Dachstuhl mit kleinen Piktogrammen, mit Querschnitten, mit Lage, mit Bestand, wo es überall vorkommt, Breite, Höhe, Länge, Volumen. Gibt er alles dazu. Alle Teile. Gut. Schöne Grüße aus Salzburg. So, ich habe zuerst die Länge noch nicht dabei gehabt. Das heißt, wenn ich hier in meinen Werksatz reingehe, unter Einstellungen, hier hatte ich 3D-Länge drinnen, die habe ich rausgelöscht und ich habe Felder hinzugefügt, nämlich diese Länge A, Felder hinzufügen vom Objekt, diese Länge A. Dann ist die drinnen und wenn ich es dann auswerte, habe ich die Längen auch drinnen. Ich kann jetzt diesen Umbaustatus rausnehmen, tragende Funktion rausnehmen. Mache ich jetzt mal. Also ich gehe auf Einstellungen rein, tragende Funktion, löschen brauche ich nicht, Lage brauche ich nicht, Umbaustatus brauche ich nicht, Breite, Höhe, Volumen, die Länge, die gebe ich dann daneben. Eine 3D-Achsenometrie, die Ebene brauche ich wahrscheinlich nicht. Ja, Ursprungsgeschoss, das kann ich drinnen lassen. Okay. Dann wird die Liste übersichtlicher, das heißt, ich kann mir die Listen selber zusammenstellen, was es dann reingibt. Natürlich, je mehr Platz ich habe, umso besser funktioniert das Ganze dann. Gut, dann danke für eure Aufmerksamkeit.